Marius Titus, du bist ein General Roms. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! Götter helft! Du bist Damokles! In der Tat. Und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken, einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Auf meiner Reise nach Rom umgab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet und es dem Volk zurückzugeben. Warum? Warum, oh Kaiser, warum? Oh, Geist. Die alle Bock auf den König haben. Prätorianer, was haben wir denn hier? Einen tapferen Helden? Einen kampferfahrenen Veteranen? Die Schwerter weg, oder ich werde euch auf der Stelle töten. Auf ja, ihn! Haltet ihn! Lasst ihn nicht so mit dir reden! Erledige ihn! Los! Mach schon! Yeah. Ja, so ist's recht! Erteilt dem Scheißkerl eine Lektion! Die Jungs sind nicht schlecht. Aber auch die sind sterblich. Ah, ich kriege aber den Kill noch nicht hin. Da aber. Und ins Gesicht. Ist der tot? Ist der? Töte den Mistkerl! Noch mehr von euch. Der hat kein Schild. Den können wir schneller töten und uns mehr Fokus holen. Ah. Das reichen? Das reicht nicht. Und jetzt machen wir Finito mit euch. Ja.
ermordet! Ich hole Verstärkung! Wohin? Da hoch? Mein Gott, er kann immer springen und klettern in seiner Rüstung. Jemand drin? Ihr zwei, seht mal nach! Nichts! Zurück auf eure Posten! Ja, Herr! Der Helm ist ja auch so schwer zu übersehen. Ich muss runter von der Straße, wenn ich Ärger vermeiden will. Ein Abtrünniger herum. Wir müssen ihn finden. Du! Morgen der Abschaum! Kommt schon, Jungs! Die Waffen runter! So, einer schon mal weniger. Oh, die sind hart, die Jungs. Ich muss mal wieder Leben zurückholen. Das reicht immer noch nicht für den Fokus. Mein Gott. Der müsste doch ein leichtes Opfer sein. Da kann der gut ausweichen, ich glaub's nicht. Schönen Lebensbalken gefüllt. Puh. In den Tempel da hoch? Oder Turm? Noch einer. Hm, versteckt sich. Naja, komm mal hoch. Das geht natürlich auch. Alle? Sieht so aus, ne? Da ist der Verräter! Da ist er! Jetzt ist Schluss mit dem Morden, du Hund! So! Kommt her, kommt her! Zurück! Oder sterb! Zurück? Was glaubst du, wer wir sind? Wir sind Prätorianer! Wo ist der andere hin? Da. Mist. Irgendwie ist das Schild in der Luft geblieben. Schnell weg hier. Tor ist zu. Du, auf
auf den Platz! Los, Männer, auf ihn! Da geht's auch nicht durch. Oh, du willst kämpfen! Ich auch! Oh Mann. Wir versuchen ohne Schild. Und uns ein bisschen Fokus holen. Was dann wiederum für die anderen beiden reichen müsste. Sehr gut. Puh, da unten läuft jetzt. Wie viele noch? So etwa 100. Oben an der Via Augusti hat jemand Neros Gesicht auf einen Pferdearsch gemalt. Keine gute Idee. Kollektivstrafe. Wir richten die ganze Straße hin. Boah. Ihr Schweine. Was? Können wir uns da was anschauen? Ach. Die Zündigkeit wieder. Auch nicht so schlecht die Aussicht. Wer wird uns helfen? Es gibt kein sauberes Wasser. Keine sanitären Anlagen, keine Unterkunft. Und Essen, welches Essen? Ich muss darum betteln. Hast du dich verirrt? Nein. Ich bin daheim. Nicht wie du es in Erinnerung hast, was? So wie die alles der Klasse. In Rom. Guckst du mir etwa? Wie du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Dein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Er trachtet nach Macht um ihrer selbst willen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Also ließ der Kaiser sie ermorden. Schließlich ist es das, was Kaiser tun. Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt, Basilius und Commodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit. Und musst, wie wir alle,
deine Rolle spielen. Damokles, Geist der Rache. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen. Ich brauchte Zugang zum Turnier des Kaisers. Nur ein Mann konnte mir den gewähren. Also suchte ich ihn auf. Damokles? Ich komme wegen des Turniers. Ja! Ein Gladiator? Diese mythische Rüstung ist eine nette Geste. Du hast mir ganz schön... Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilnehmen. Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst, wie du aufgemacht bist. Vergiftete Klingen. Tut all das, mir soll's egal sein. Tötet oder werdet. Eine fantastische Hinrichtung. Ups. Wir werden mal versuchen, eine Doppelhinrichtung hinzukriegen. Was mache ich mit dir? Einfach.
weg. Mein Freund, hast Potenzial. Du bist fantastisch. Verleihen wir der Sache etwas Würze. Für die nächste Vorstellung begrüßen wir zwei Streiter. Romulus und Remus, die karthagischen Totschläger. Machen wir es dir mal nicht zu leicht. Zeit für die Aufspießer. Oh, die Aufspießer sind da. Bravo! Bravo! Das war ein gar skandalöser Spaß. Brillant! Besuch mich in meinen Gemächern. Du willst für deinen Kaiser kämpfen. Und das sollst du. Sieht schon böse aus, der Junge. Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feinschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss. Mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Blut. So viel Blut. Graue Berge lasten auf dem Senat. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles. Damokles. Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General, wiederum von Damokles. Kaiser Nero. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten.
Commodus war der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung. Kannst kaum erwarten, da rauszugehen. Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben. Paar viele und hier kann man schlecht ausweichen. Und weicht mal dem einen aus, läuft der andere an. Nicht schlecht. Jetzt sichert den Strand, meine Gladiatoren. Sichert den Strand. Und hoch. Stimmen wir mal die kleine Festung. Von gerechtem Zorn erfüllt, streckte der allmächtige Commodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder und entzündete in Dovers gezähltem Herzen die ewige Flamme Roms. Halt still! Yep, machen wir schon. Warum tun wir uns das überhaupt an? Du noch kannst!
Na, du hast mich doch... hast mir doch gerade angeboten, dass ich dich hinrichten darf. Spielen, also quasi das Spiel im Spiel. Greifte geschwind den Wald. Geschwind. Wie die 14. Legion lief in eine Falle. Die Bogenschützen der Briten nagelten unsere mutigen Kämpfer fest. Würde Commodus es schaffen, sie zu retten? Kriegt ihr gleich eure Hinrichtung. Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Gar nicht. Es waren eigentlich viel mehr mörderische wilde Krieger. Glaube ich nicht. Ich habe keine mehr gesehen da. Ich mache es kurz, Damokles. Tja, Freunde, wenn ihr das so wollt. Rachsüchtiger Damokles! Die Heldentat des großen General Commodus nachstellen? Welchen Irrsinn! Ich habe die Briten eigenhändig zerstört! Du quälst dich trotz der ganzen Hilfe! Nicht schlecht, Gladiator. Aber vergiss nicht, wer hier die Hauptrolle innehat. Ich! Ein stumpfsinniger Gladiator! Ey! Nun komm schon, Damokles!
Du sollst meine großen Errungenschaften nachahmen. Wie kannst du nur mein Ansehen von meinen Anhängern schmälern? Verehrte Zuschauer, der Schlussakt steht bevor. Commodus wird das Aquädukt zerstören. Was für ein Finale! Bezwang ich jede Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Ich bin der größte General, der je Rom und sein Volk führte. Heute hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten. Die einst großen und gefürchteten Gladiatoren liegen nun tot. Gebrochen vor euch. Von mir erschlagen. Eurem General. Eurem Anführer. Eurem Erretter. Aquilo, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Warum das, mein Kaiser? Er nannte mich dieser Damokles. Kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um mein Gold. Ich setze ein Vermögen auf seinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer General! Euer Erretter! Du sagst, du beschützt Rom. Wer beschützt dich vor mir? Commodus. Du oder ich? Gut. Angriffe funktionieren nicht. Vielleicht klappt was mit Blocken. Das cheatet ein bisschen. Der macht seinen Angriff verdammt schnell. Nee, also mit den großen Angriffen komme ich nicht da nicht durch. Schild auch nicht. Das wäre jetzt ein Angriff gewesen, den hätten wir wahrscheinlich blocken können. Oh, ist das schwierig, diesen Moment abzupassen, ey. Der Typ ist aber mal ein bisschen übertrieben hart. Ja.
Wow, ich hab ihn getroffen. Ist klar. Was hat der denn für eine Reaktionszeit? Der braucht sich nicht mal umdrehen, ey. Mach deinen letzten Atemzug, du stinkender Dreckskerl! Sei verflucht! Da liegt ja auch so viel Sand auf dem Boden. Haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Leben zurück? Komm schon, Damokles! Übe deine Vergeltung. Hier drüben! Ich bin Commodus, nein, du Narr! Ich bin Commodus! Ich bin Commodus! Für dich ist das Spektakel vorbei! Ist er es? Ey! So, ganz schön hart, ey. Wann sieht man das, die Schweren... Ich sehe die schweren Angriffe gar nicht, wenn die rot leuchten. Weil die viel zu weit weg sind, dann... ich die nicht vor mir sehe. Ach ja, und einmal blocken. Dann funktioniert das sowieso nicht mehr. Hinrichtung. Gib mir Gesundheit. Ich denke nicht. Oh, dann lässt du mich nicht hinrichten. Da waren es nur noch zwei. Jetzt
Ja, Commodus, jetzt machen wir ernst. Was ich ja ungefähr wichtig besiegen kann. Oder hast du jetzt eine andere Strategie? Nein, 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 das ist so. So wird das nichts. Ausweichen. Und dann, wenn er mit seinem Schwert zuschlägt, blocken. Einzige Möglichkeit, irgendwie durchzukommen. Totales Kirchen, du. Getan. Noch mehr Nebel. Wirklich? Armselig. Da rennt er weg. Schnappt ihn! Spürst du das Gift? Man darf kein Risiko eingehen, Damokles. Du verstehst das. Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesindel ist wankelmütig. Ein Glückstreffer von dir und mein Angst. Das wird dein letzter Atemzug, Commodus. Mal angreifen. Dann kriegst du direkt was zurück. Komm mal hier hin, ins Licht, damit die Leute dich richtig sehen können. Wie du verblutest.
Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien, aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom.